Hallihallo, meine lieben Ritter und herzlich willkommen zurück zu Let's Play King's Quest Kapitel 5. Jo, wir sind hier leider im abgebrannten Devontry. Wir sind Manny auf der Spur und wir müssen... wir müssen Schlüssel finden. Und zwar haben wir einen von vier. Und wir haben einen Obstpflücker und wir haben Triumphgedenktafeln, auch einer. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie wir an die Schlüssel kommen und ob wir alle Triumphgedenktafeln einsammeln müssen. Und erstmal, was wir überhaupt mit dem Obstpflücker machen. Wahrscheinlich Obst pflücken, aber wo pflücken wir Obst? Haben wir hier irgendwo einen Baum, aus dem wir was holen können? Hier nicht, okay. Was ist denn hier vorne jetzt? Okay, die Erinnerung ist immer noch nicht freigeschaltet oder beziehungsweise ist verblasst. So, ob wir mit den Kürbissen noch irgendwas machen müssen, ich habe keine Ahnung. Wo geht's denn hier noch überall lang? Hier war der Weg zur Statue, wenn ich mich nicht irre. Genau, okay. Vielleicht haben wir hier ein paar interessante Sachen. Hier ist nichts und hier haben wir unser gerettetes Hab und Gut, aber das kann ich auch nicht benutzen. Die Statue kann ich auch nicht angucken. Okay, dann gehen wir einfach mal nach rechts. Okay, hier sind wir wieder im Wald. Ach, genau, hier war diese Grube, wo ich die Pilze gefunden habe. Kann man da noch rein? Ja! Okay, ein weißes Symbol, von dem ich nicht weiß, was wir damit machen können. Moment, das stimmt nicht. Ja. Tut mir leid. Okay, nee, ich probiere jetzt hier nicht wahllos Sachen aus. Okay, da werden wir schon irgendwas noch zu finden. Okay, dann gehen wir mal... Von wo sind wir jetzt gekommen? Von hier, ne? Dann gehen wir mal weiter. In den Wald hinein. Genau, hier haben wir immer noch die Schilder zu stehen. Wenn ich hochgehe, müsste ich in eine Sackgasse kommen, oder? Okay, hier ist die Wetzelwolfhöhle. Und hier haben wir... Ein Baum. Und hier hätten wir eigentlich die Klippe gehabt, wo wir mit dem Seil drüber schießen können. In den Felsen im Osten waren Kobolde, also blieb ich weg. Okay, können wir den Baum hier angucken? In den Felsen? Okay, das ist nur für die Kobolde. Ich dachte, wir können den Baum hier irgendwie benutzen. Aber es ist nicht der Fall. Okay, die Wetzelwolfhöhle, können wir da einfach so reingehen? Hallo? Oh, die ist sogar erleuchtet. Ach, das ist ja ein Ding. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, die wurde also erleuchtet. Gut. Wo komme ich da raus? Dieses leichte, dunkle Vibrieren gerade in der Musik hat mir nicht gefallen. Ihr habt es wahrscheinlich nicht gehört, aber ich habe es gehört durch die Kopfhörer. Mein Lichtprojekt war ein Erfolg, was mich freute. Aber ich vermisste meine Kürbislaterne. Ach komm. So. Wie lang ist die denn? Ah, hier sieht es nach einem Ausgang aus. Okay. Ach, das ist der andere Eingang von der Wetzelwurfhöhle. Okay. Wir dann hier... Ich weiß gar nicht mehr, wo genau wir hier hinkommen. Es ist auf jeden Fall cool, dass wir Devontry wieder in der näheren Umgebung begutachten können. Nach Alexanders Rückkehr verschlossen wir die Koboldlöcher. Ja, das weiß ich. Aber es hätte ja sein können, dass da noch irgendwas Interessantes zu sehen ist. So, das sind alles Koboldlöcher. Ist das hier auch ein Koboldloch? Ja, okay.
Ach genau, hier ging es in diesen Birkenwald rein. Ist hier noch was? Nee, okay. Müssen wir mal alles abgucken, weil manchmal sind so ganz kleine Sachen, die man in 100 Jahren nicht findet. So, da drüben war dieses Tempoduell, wenn ich mich nicht irre. Ah, hier hängt noch was. Das ist ein Triumphgedächtnis, eine Triumphgedenktafel. Holen wir die mal runter mit dem Obstpflücker. Okay. Gut. Ach, die ist... Ach, jetzt haben wir auch den Obstpflücker nicht mehr. Okay. Ich dachte, die wird gleich zusammengesetzt, aber nein, das werden wir wahrscheinlich dann in einem Rätsel noch machen müssen. Okay, war hier unten jetzt nicht mehr als die Gedächtnis... die Gedenktafel. Gut. Dann haben wir wieder viel zu suchen, wenn wir hier tatsächlich alles ablaufen können. Das freut mich natürlich. Etwas stimmt nicht. Ja, die Höhle ist offen. War die gerade auch schon offen? Der Schlüssel war zu hoch, um heranzukommen. Okay, der Schlüssel ist zu hoch, um heranzukommen. Aber wir haben auch nichts, womit wir das runterholen können. Moment! Okay. Der Schlüssel war zu hoch, um heranzukommen. Okay, wir brauchen jemand Kleines oder wir brauchen einen sehr langen Stab oder irgendwie sowas. Ich glaube, die war gerade noch nicht offen, sonst hätte er das nicht gesagt, dass hier irgendwas nicht stimmt. Hier ist nichts, nee. Gut, dann müssen wir also wieder durch die Höhle zurück. Was hatte es denn mit dem einen Eingang oder der einen Höhle auf sich, wo das so grollend war hier? Was ist damit? Ich denke, das werden wir noch erfahren. So, machen wir erstmal hier weiter. Kann ich von hier oben auch wieder runter gucken? Nee, okay, das geht nicht. Dann gehen wir einfach mal hier lang. Okay, die Schilder kann ich aber nicht weiter angucken. Don't turn right. Ich gehe erstmal hier lang. Dass die immer noch dastehen, ist ja lustig. Okay. Die Hobblepots und ich ließen die schwebende Insel mit einem Spruch aus Hagathas Buch wirklich schweben. Ah, das ist super. Also ist es jetzt eine wirkliche schwebende Insel. Aber wird uns jetzt hier, glaube ich, nicht weiterhelfen. Schade, schade, schade. Gut, dann müssen wir woanders gucken. Dann wende ich mich jetzt mal nach rechts. Genau, hier war ein Picknicktisch oder irgendwie sowas. Okay, was müssen wir hier machen? Ach, ich weiß schon. Wir müssen hier wahrscheinlich nachher das, die Gedenktafel zusammensetzen, ne? Ja, ja, das muss irgendwie... Irgendwie sowas in der Art... Ja, ja, irgendwie müssen wir das ähnlich machen, aber dann muss ich ja erstmal die zusammenbekommen, die Gedenktafel. So, dann gehen wir erstmal... Sind jetzt hier die Löcher auch wieder offen?
Hier klebt übrigens immer noch Wolle am Baum. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Wo waren denn jetzt die ganzen Koboldlöcher? Waren die woanders? Hier komme ich zu Daventry rein, aber da gab es ja nichts mehr, ne? Nee, also denke ich erstmal nochmal zurück. Okay. Wenn ich jetzt weiter nach oben gehe, wo komme ich da hin? Zu einer Brücke. Aber ich kann nicht ins Horn. Ich kann nicht ins Horn tun. Ach nee, das ist ja zur Richtung Schloss, ne? Ja, natürlich. Das ist Richtung Schloss. Okay, dann können wir da jetzt nicht hin. Was ist hier? Okay, da hat irgendwas geblinkt, aber war denn nicht so? Gut, dann gehe ich erstmal wieder hin. Ach, war hier nicht der Busch? Ja, ja. Oh! Genau, ich wollte gerade sagen, das war doch der Busch mit dem Dachs. Und jetzt haben wir alle drei Teile zusammen. Dann können wir doch mal versuchen, die auf dem Tisch zusammenzulegen. Ach Mensch, wäre ich hier mal vorher lang gegangen? Ah, oh, okay. Halt, nee, Moment. Weiter hoch. Genau, und dann hier rein. Ja, ich mit meiner Orientierung ist nicht so wirklich gut, aber ich krieg's schon hin. So. Nein, nicht hier. Wenigstens ist der Wald nicht abgebrannt. Das ist schön. So, und dann nach rechts. Genau, und jetzt probieren wir das nochmal. So. Eins, zwei und drei. So, und jetzt müssen wir daraus irgendwie ein Bild formen. Gut, drehen wir es mal irgendein. Okay, das scheint der oberste zu sein. Oder müssen die alle hintereinander liegen? Oh, Tatsache. Was steht denn da drauf? Da stehen irgendwelche Buchstaben drauf. F, P, D, B, S, R, I und K. Okay, das war jetzt relativ einfach. Und jetzt habe ich hier wieder irgendeine Buchstabenreihe. Die ich jetzt wahrscheinlich mit den Buchstaben hier irgendwie kombinieren muss. Okay, es zeigen zwei Pfeile auf I und R und Grahams Finger zeigt auf P. Soll ich etwa RIP, also Rest in Peace? Warte mal, ich mach's mal. Ist denn das R da? Ein I, ich brauche ein I. Ein Königreich für ein I. Da, und jetzt ein P. Bip. Ja, okay. Ein weiterer Schlüssel. Gut. Jetzt haben wir den ersten und den dritten. Okay, wo der zweite bzw. der vierte ist, wissen wir schon. Jetzt fehlt nur noch der letzte. Beziehungsweise, ich weiß ja noch nicht, wie wir den da runter bekommen. Gehen wir mal aber Richtung weiter dem Busch entgegen. Was hier unten ist, weiß ich leider auch nicht. Beziehungsweise, was es mit dieser Form auf sich hat, mit dieser weißen. Gucken wir einfach mal. Bis jetzt geht es ja relativ flott voran. So, hier müssen wir weiter gucken. Ist hier noch was drin? Nein, da können wir gar nichts mehr machen. Okay. Ist hier noch was? Nein. Wo komme ich hier hin? Ach,
Da komme ich zur Ritterarena. Okay. Da wird doch noch irgendwas zu finden sein. Hier ist aber nichts. Okay, kann ich einfach über die Brücke gehen? Tatsächlich kann ich einfach über die Brücke gehen. Dann gucken wir doch hier mal. Halt, was ist hier? Halt! Ah, richtig. Ich hatte versucht, einen Rätselraum zu entwerfen. Darin war einer der Schlüssel. Ich konnte mich nur nicht an die Kombination erinnern. Okay, dann basteln wir die irgendwie zusammen. Aber hier im Eingangsbereich war doch noch ein kleines Tier. Hä? Hier, guck mal, da ist doch was. Aber ich kann es nicht aufnehmen. Okay. Dann gucken wir mal, was wir hier machen müssen. Also, wir haben hier einmal ein Bild. Wundervoll, wirklich. Abstrakte Kunst. Ich weiß nicht mehr, wie das Bild aussah. Purpur, egal, rosa oder orange. Und da hinten sitzt schon wieder so ein Tier. Hä, wie das Bild aussah? Das kann ich jetzt wieder festlegen, wie das aussah. Wir machen uns mal rosa, so wie die Tierchen. War es rosa? Ach so, okay. Das ist ja dann wie so eine Art Totem. Und da ist irgendwie eine versteckte Zahl drauf, oder? Was ist denn orange? War es orange? Okay. Was ist denn purpur? War es purpur? Okay, das formt eine 2. Moment mal. Okay, ich denke, das ist eine 2, also aus den verschiedenen Bildern zusammengesetzt. Purpur ist eine, beziehungsweise das Bild ist eine 2. Eine Kerze haben wir aufgesammelt. Dieses Licht Als Gruppe macht sowas mehr Spaß. Dieses Licht erhält deinen Tunnelblick. Na, da habe ich doch schon eine Ahnung, wo wir das anwenden. So, was haben wir hier drüben? Was hat es denn mit diesen Viechern hier auf sich? Das ist auch wieder so ein rosa Hase. Ach ja, und wir müssen ein Gewichtsspiel machen. Ach nee, bitte nicht. Muss das sein? Da ist eine 8 drauf. Das ist Herr von Schlingen. Und hier ist eine 4 drauf. Okay. Wie kann ich die bewegen? Hä? Hä? Achso, okay. Das ist also... Okay, die wiegen zusammen mehr als 4. Und der wiegt aber weniger. Der steht vorne, okay. Der Schwere steht vorne. Okay, dann sind die aber gleich, oder? Gleichgewichtig, aber zusammen schwerer als 4. Nja. Okay, die beiden wiegen zusammen 4, dann sind das jeweils 2. Okay, hier haben wir 8. Okay. Das sind zusammen 8. Dann ist das 2 und das sind jeweils 3. Also 3 plus 3 sind 6 plus 2 sind 8. Okay. Habe ich verstanden. Also wir haben 2er-Gewichte, wir haben 3er-Gewichte. Wie viel wiegt denn Herr von Schlingen? Okay. nehme ich mal einen schweren runter und setze
Einen leichten drauf. Ja, Herr von Schwingen wiegt 2, 4, 6, 9. Herr von Schwingen wiegt 9 Kilogramm. Okay. Ist das wichtig? Herr von Schwingen 9. Merke ich mir. Was haben wir da hinten noch? Nichts, okay. Na, hallo. So, was haben wir hier? 9. 2. Und die rosa Hasen. Warte mal, die rosa Hasen, wie viel gibt es hiervon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, eine im Eingangsbereich, 7 ist da hinten. Erinnerung. Moment 7 mal. Ist da hinten. Gut, dann die Hase ist 7. Der Frosch ist, weiß ich noch nicht, der ist 2 und der ist 9. Dann ist der Frosch ein Versuch. Okay, warte. 7. Oh, ich bin ja schon über die Zeit. Ach, egal, wir machen das jetzt einfach. 7. Halt, 2. Und 9. So, jetzt müssen wir hier ausprobieren. Das funktioniert nicht. Ich weiß nicht, wie viele Frösche es gibt. Aber das wird jetzt einfach... Ah, 8 Frösche. Okay, 8 Frösche gibt es. Gut, das war einfach. Altersflucht. Okay. Dann haben wir jetzt schon 3 Schlüssel und den 4. müssen wir uns irgendwie darunter hangeln. Aber ich würde sagen, wir beenden die Folge hier jetzt schnell an der Stelle und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.